Wieso geht es denn nicht weg, so, wenn man im Menü ist? Was ist das denn? Moin, hallo. Du bist doch noch schnell dünn hier. Du bist halt eigentlich noch, oder? Keine Ahnung. Ich bin nicht Jesus. Du kannst ihn mir schreiben. Und fragen. Ich hab keinen Stadtbild, ich weiß nicht. Ich, also ich kann gar nichts machen. Aha. Zum Maul. Alles das. Ja. Was ist das? Komm mal fertig. Machst du gerade was? Ja, Studium Helfer. Hä? Bei mir. Wo bist du denn? Ich stehe hier, bin im Menü und kann gar nichts machen. Siehst du mich hier rumlaufen? Wo denn? Vor dir. Nein. Das ist praktisch. Ich glaube, ich gehe nochmal raus, aber ich kann auch die Lücken nicht öffnen. Fuck. Kannst du gar nichts machen? Doch, ich kann Windows-Taste drücken. Ich meinte aber, im Spiel kannst du nichts machen. Momentan nicht. Gar nichts. Rein gar nichts. Nee. Null. Nada, niente. Null, nada, niente. Nein. Zero. Ja gut, dann du connect da neu, wäre auch egal. Oh cool, vorne ist Mond. Siehst du? Ha ha ha. Speedy. Boah, ich lach mich tot. Und ich mich erst. Wieso geht das Scheiß an jeden? Hallo, mach doch was. Ich würde sagen, wenn du die Lok öffnen kannst, gibt es einfach Exit ein, aber wenn du die Lok nicht öffnen kannst, ist es ein bisschen blöd. Ja, ich weiß. Ich probier jetzt was anderes. So, ich habe noch einen Flutlichtmast umgestellt, weil der vor der Tür oben stand. Beim Pferdestall da oben. Stand der davor. Weil ich habe gedacht, man kann die Tür nicht öffnen, aber doch kann man. Da soll eigentlich eine Füllplane hochgehen, wenn man Heu einlagert, aber die Füllplane ist im Pferdestall unten. Die ist zu tief. Wieso ist Scheins bitte interaktiv? Junge, ich mache jetzt nicht den PC neu. Warum denn? Was ist denn? Es geht gar nichts! Du kannst doch Windows-Taste drücken. Ja. Dann gehst du mit der Maus auf das X. Geht ja nicht. Ich drück da schon 5 Minuten drauf, gefühlt. Drück mal Alt F4. Ich kann zwar andere Sachen aufmachen, aber ich kann nicht wirklich drauf. Drück mal auf das Spiel und drück Alt F4. Das macht's aber auch nicht. Das ist praktisch. Ich kann alles andere zumachen, außer das. Das ist jetzt. Und jetzt? Ja, ich mache entweder gleich aus. Immer noch dasselbe bei dir. Ja. Die hat mich gerade selber gekickt. Super, danke, wegen aber gerade auch nichts. Das Bild ist trotzdem noch da. Ja gut dann. Ich glaube, ich muss wirklich neu. Kannst du den Taskmanager öffnen? Ja, yeah, aber ich komme nicht drauf. Was? Ich kann ihn aufmachen, aber wenn ich drauf gehen will, geht's nicht. Ich kann drauf gehen, aber es erscheint immer wieder nur der 19er. Gut, du hast Vollbild aktiviert, gell? Ja. Na gut. Dann gibt es irgendwie auch Sinn. Ja, kann dir jetzt auch nicht helfen. Ich mach jetzt einfach nochmal. Muss man nur starten. Wenn nichts anderes geht. Ich probier nochmal. Ja, wenigstens dieser Scheiß, Was? Wenigstens, dieses Scheiß Update von dem PC mal fertig werden. Oh, ein Update. Ja, irgend so, nein, kein Update. Virusschutz. Ich glaube, da war ein halber liegt. Ja, vielleicht so. Weiß ich nicht. So, Düngen ist fertig. Wenn du wieder kommst, ist es klar. Ich kämpfe gerade. Jetzt muss ich erzählen, wie viele Stunden schlafen. Ah. Wie viel haben wir denn? 22 Uhr. 9 Stunden. Ja. Gut. Jetzt, wo du sagst.
Ich hätte einfach nur gerne den scheiß Tasten. Ist es jetzt zu viel von mir? Ja. Anscheinend. Ich hatte zum ersten Mal überhaupt gewundert, dass du das kennst, was das hätte. Welch zu sein. Danke! Ey, ja. Ich weiß, dass du mit dem PC nicht viel am Hut hast. Bis gleich. So. Das ist die Scheiße. Werkstatt zu. So. Wieder auf. Ah. So wieder da. Ich versteh's nicht. Was denn? Ich bin eben auf neu starten gegangen. Hm. Da hat's mir nochmal angezeigt, ob ich wirklich neu starten will, weil das noch auf war. Mhm. Da hat mir aber wirklich schon den Task Manager angezeigt und dieses Programm, wo da durchläuft. Mhm. Bin ich auf Abwäsche gegangen, habe ich erst gedacht, er startet doch neu, weil neu starten da stand. Wie ich, dann ist der Discord ganz normal wieder gekommen. LS war aus und Discord auch. Ich muss es nicht verstehen. Das heißt, es läuft jetzt wieder alles. Ja, aber ich warte jetzt noch einen Augenblick, bis wirklich vielleicht die Scheiße mal fertig ist. Ey. Ich muss mal meiner Schwester. Nein, es ist bei dir zu, gell? Ja, aber. Discord sag ich bei mir an, das Spiel ist immer noch. Okay, ich geh aufs Klo und guck da mal kurz aus dem Fenster mit meinem Schwester ihr Haar. So. Jetzt alles erledigt. Tor zu. Tor hier mach ich alle zu. Warum nicht? Ist auch witzig. Dann machen wir mal ein Päuschen. Schlafen mal eine Runde. So, 22 Uhr 22. 23, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Er lebt noch. Ja. Der Hase. Achso. Meinen nicht. Wow. Aber das sind schon seit über einem Jahr tot. Also, du, ja. Hä? Ach, ich kann jetzt morgen 4 Stunden matt. Scheiße, das sieht ja schon wieder. Ich war's nicht. Ich bin's nicht. Nein. Karte. Ah, ja. Jetzt. Ah, es wird Erntereif. Okay. War doch gut, dass ich mal gedüngt hab. Ah. Letztes Erntereif. Ich komme dann irgendwann zu dazu. Ja. Wie heißt mir jetzt gleich zu blöd? Ich drück da auf Stopp, obwohl es schon bei 90% ist und dann eigentlich recht schnell geht. Ja, dann lass es. Schweine können sich noch fortpflanzen, heißt wir haben noch Kapazität. Was sieht's denn jetzt für Milch? 400. Wenigstens werden die Tierpreise angepasst. Also ich würde sagen, wir kaufen dann wirklich erst nochmal Kühe. Ja gut, Tierpreise werden nicht mehr eingestellt, nur die Transportkosten werden angepasst. Hey, ich hab glaube ich Tierpreise gelesen. Ja, Tierpreise, das war ja egal. So, dann schick meinen Trainer los zum Dreschen. Derzeit mache ich Comment von den Tieren. Hä, hey, aber ich hab gedacht, die soll die Woche noch rauskommen. Ja, sieht man dann. Sekunde. Weiß ich auch die Hoffnung gehabt habe, dass irgendwie Pferde der Schweinestall Ding. Oh. Vergrößert wird? Ja, die Kapazität des Schweinestalls vergrößert wird. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Silo so dann platziert wird. Das finde ich cool. Welches Silo? Das mit dem Silo-Hopper. Das Silo. Ach, wird platzierbar gemacht. Dass man noch mehr hinstellen kann. Da gibt es ja wirklich sau wenig auf dem Map. Tada! Es gibt ein Lager für Silich. Silich.
Silesien. Silesien. Das ist ja nimmt an und das mit dem Güllekauf finde ich eigentlich ganz geil. Ja, halt, Leute, und ich halt. Ey, das für uns, wäre jetzt für uns manchmal noch. Okay, ganz ehrlich, wenn Güllekompost nehmen. Ja, wenn wir genug haben. Jetzt lad schneller! Du bist doch schon bei 90,6. 90,6. Ich verstehe gar nicht. Perfekt. Das geht euch mal zum Schluss auch schneller. Ich geh jetzt einfach mal da, aber ich guck halt. Wie weit ist es gegehrt? 83. Ich denke mal, dass wir dann Mist steuern können bis zum. Oder das. Oder Mist. Wir können ja beides steuern, wir haben ja auch Mist. Wir können auch Gülle steuern. Oder das, wir können ja wirklich alles steuern, falls es. Alles zusammen gemixt. Ja. Alles in die. So, ich sammle jetzt von den Tieren ein. Und dann sammle ich genau mit demselben Fass den Mist zu Molgar. Ja. Ey, also, da wir Ding, wie heißt? Ja. Da wir den Schweinefutterherstellung oder die Mischfutterherstellung ähnlich nutzen, alles da rein und dann anschalten. Es gibt bestimmt eine schöne Pampe, ey. Stell dir das mal vor. Bäh. Das ist auch geil, wäre bei den beim Gülle-Lager und bei der Güllegrube von den Kühen. Wenn da oben vom Schlauch außen leiser und wieder runterschreiben würde. Ja, sorry. Weil man muss kalt. Denn man nicht will, dass man genau drunter fahren muss, aber es wäre halt. Beim Heu und beim Sturlager geht's ja, das sind ja unten extra so. Ja, beim Heulager ist so ein grüner und beim Strohlager weiß ich, ob es wirklich Stroh ist, wo da liegt oder ob es auch eher so Heu ist. Ja, gut, das kann man bei der Gülle ja eigentlich nicht. Da ist auch so ein komischer Ding drunter. Trotzdem ist es einfacher, wenn man von oben einen Punkt kriegt. Wie viel Gülle haben wir denn jetzt schon? 10.000 ungefähr? Wir haben jetzt gerade 7.500. Plus die 1000 irgendwas nieder, könnte man ungefähr 10.000 haben. Das reicht für 2-3 Bahnen. 8.800 Liter, naja gut. Ganz knapp 10. Aber ganz knapp. Dann machen wir das mit Buddha. Ja, klappe auf. Das finde ich schon dir Geld, der schon. Weg für den Hof. Ja, mit dem habe ich vorhin das ganze Heu, Stroh und Wasser aufgefüllt. Ah ja, gut, klar. Hat ja was. Was noch geil wäre für ihn so ein Fass noch, so ein kleines. Zum Draufmachen. Wie beim Bucher damals. So. Machen wir den Motor mal aus. Gucken. Oder ja, irgendwie oder? Noch so ein kleiner Gabelstapler vorne dran. Oder hinten. Das wär's. Boah Mann, das dauert so lang. Buddha bringt auf jeden Fall mehr. Also machen wir ein bisschen Buddha.
Wenn man halt eine Sau viel Milch hat und daher die ganze produzieren möchte, muss man die ganze Milch als Eimer rumlaufen, ey. Ja, das ist auch ätzend. Ich hätte lieber wieder so ein scheiß Fass. Vielleicht kommt es ja noch irgendwann. Ja, oder wir bekommen doch da eigentlich theoretisch locker auch das Fass vom Geld da rein. Aber ich glaube nicht, dass man von da aus in die Produktion überladen kann. Du glaubst. Ja, Aber jetzt was? ist die Milch sowieso in der Buttermaschine schon drin. Die 504 Liter. Bin gerade wegen 4 Litern nochmal rübergelaufen im Eimer. So. Wieso hat der denn über 1 Million Dateien auf dem PC? Was ist? Weißt du, wie viel? 1.300.000 irgendwas. Ah ja. Das kann nicht alles von diesen scheiß Mods sein und so viel ist da sonst nicht drauf. So, das dauert jetzt 4 Minuten, ne? In der Zeit. Gut, ja, gut, beim Streu und Heu, beim Stroh, Mann, beim Stroh und Heu braucht man ja nicht dieses genaue Abladeding, weil man am meisten groß angerannt. Ja. Toll. Synchronisiert. Ah, wie gesagt, die Musik war. Oh Gott, ey. Ja, wie sieht's mit dem Wasser aus? Ja, dass die alle Wasser brauchen. Ja. Die brauchen eigentlich momentan gar nichts. Nein, ja, wirklich nicht. So, die Frage ist, warum wir jetzt wieder 100.000? Was? Was machen wir jetzt mit den 100.000? Mir egal. Gut, ich gehe ins Casino. Wow! Hat wir eben nicht noch mehr? Ja, wir könnten ja theoretisch. Wo ist denn der Düngersteuer? Hast du jetzt die Mission schon gemacht? Nein. Aha. Oh ne, die Mission ist schon wieder da. Schnell wegmachen. In diesen scheiß Hof. Was machst du denn? Fahren wir bitte dein Deutsch da raus. Was hast du vor? Kann ich stünken gehen oder willst du? Mega. Du dürfst nicht laden? Ah, nee, auf dann. Ja, du dürfst nicht. Ich wollte eigentlich schon die Anhänger schon holen. Dann geh ich stünken. Weil die Anhänger der. Ich mach Geld, dass ich mir den Deutsch kaufen kann. Du musst mal bei der Deutz, der hat noch so viel mehr Metallic-Farben als der, Guck mir gleich mal. Guck dir mal die Hauptfarbe und dann mach mal, das helle, normales, das obere helle Metallic-Deutz-Green. Guck mir so normales. Das musst du dir mal angucken, klar. Das ist richtig geil. Mach mal klein. Hä, wieso? Das ist richtig krass. Hä, welches ist denn bitte das normale Deutz-Grün? Für die Pfeifen. Lad doch, mein Gott. Ich will das nicht.
Hier guck. Wieso kann man denn an keinen Mod? Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Dieses, das Klau für, wo der, wo Deutz halt hat, an den Alpen. Ich finde das hier gar nicht. Was schwarz, ja, egal. Großtraktor? Wo muss ich denn überhaupt hin? 9, ja. Ja, 14, wo ist die 14? Okay. Die 3, wo ist die 3? Da unten, da fahr ich jetzt. Ja, also 9 ist ja schick, für schwarz. Die 1 und die 6, halt. Was? Metallic blau. Oh, Metallic blau. Oh, Metallic Neon blau, das sieht geil aus. Was? Metallic Neon blau 1. Welches ist das? Das habe ich glaube ich als erstes oben gehabt. Links. Ja, ich glaube das war das erste, was ich angeguckt habe. Wenn du nimmst, dann bitte mit Metallic-Farbe. Ja, das hätte ich sowieso. Und ich hätte wirklich, ich denke halt wirklich auch noch vielleicht mal, ob ich das Blau wirklich mal nehme, ne? Alter, ich bin jetzt doch noch so ein Neon-Fan. Nein, nehme ich nicht, aber trotzdem. Boah, das Gelb sieht auch geil aus. Ich finde Metallic sieht halt irgendwie auf jeden Fall fast geil aus. Irgendeine Farbe, egal welche. Boah, so schönes Gold. Johannengelb. Sieht geil aus. Ja, ich werde ihn fahren über Waffen und dann keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Reifen wird wahrscheinlich die Standarddinger geben. Nokia. Ja, oh Gott. Ich bin nur ganz froh, dass es kein Standard-Hose gibt. kein Metallic-Hose. Ja, aber Rosa an sich gibt's schon. Ich würde sogar eine Hose drauf machen, ganz ehrlich. Buggy, wat? Was soll das sein? Was soll das sein? Hallo. Hey, was denn? Da vorne sind jetzt eben. Ah. Ich muss kurz mal was gucken. Ah, das schon. Sind das so Dinger, was da dran kommen? Sind sie irgendwelche Nähte oder was? Oh Gott, hey, ist jetzt fertig. Sind sie irgendwelche Schrauben oder was, was da dran kommt? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Hide Buggy Skills. Vielleicht sehen wir die Kappen oder so. Keine Ahnung. Und die Motor-Variante. Oh, das ist ein Chip. Gemundal 360. Ja, das ist alles nicht so ganz realistisch. Vielleicht der Standard-Deutz. 9er. Ich glaube, der geht nur bis 300 irgendwas. Der geht bis 336. Deswegen steht der schon bei der 360er PS Variante schon Chip hinten drin. Das ist alles eine andere Variante. Na egal, wo sind sie? Ach, bei mir vorbeigefahren. Boah, der ist schon voll. Mhm. Gut, der ist 1, 2, 3, also 4, 5 Bahnen jetzt gefahren. Ja, 5 glaube ich. Wir stehen hier einfach stehen da. Ich werde jetzt handeln. Das wird ihm nicht lernen. Ja auch gut, über schon 30% bin ich mal komplett außen rum gefahren. Ist das ja schon Abdinger? Komm mal raus da einfach. Da Abdinger brauchst du keine drin. Was du jetzt eigentlich gerade? Achso, den. Hol ich mir jetzt ein paar Kühe, oder? Also, zwei Ladungen noch Kühe holen. Ist vielleicht nicht ganz schlecht, wenn die vielleicht, weiß ich wirklich nicht ganz, wenn die wirklich vielleicht noch teurer gemacht werden, ist es vielleicht besser, wenn man noch ein paar hat.
Ja, ich denke mal. Also ich habe nur gelesen, dass der Transportpreis halt, also ja, und so transportiert. Das kann er vielleicht auch gleich ändern. Wenn man Kira transportieren lässt. Ich finde halt wirklich, es ist auch noch für die Tiere sehr billig. Also irgendwann ändert er das bestimmt auch noch. Hm. Oh Gott. Ja, abwarten. Weiter. Bienenmarkt. Abwarten. Am Freitag. Fängt er an. Dazu bin ich hier nicht. Boah, ich hab 4 Stunden. Okay, 2 davon schreibe ich eine ne Arbeit, aber naja. Bin mal gespannt, ob mein Lernen morgen kommt. Ja, hab ich dir das schon mal erzählt mit dem Verkauft? Wir haben unsere Mathelehrerin, ich weiß nicht mehr wann es war, ich glaube Montag oder Mittwoch, die Woche. War Montag. Ja gut, da haben wir seitdem haben wir gespielt, wie sollst du mir erzählen? Doch, Donnerstag haben wir gespielt. Unsere Mathelehrerin, wir haben die Arbeit bekommen. Ich glaube, ich habe sie jetzt schon mal erzählt, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Wir haben die Arbeit bekommen und haben die über die gesprochen, weil wir die ja nachholen müssen. Mhm. Und da hat irgendeine Aufgabe mal, die Lehrerin wollte anfangen reden und ein paar aus meiner Klasse haben gleichzeitig auch angefangen zu reden. Das ist ja normal. Hä? Das ist ja normal. Ja, aber da hat es der Lehrerin halt wirklich so gereicht, die hat das Buch genommen, hat es auf den Tisch geknallt, die das Heft, was sie in der Hand hatte, und ist wirklich mit roten Augen rausgestimmt und hat die Tür zugeknallt. Dass er fast umfällt. Ich wollte gerade das Tor beim Finger öffnen. Halt, dass er halt wirklich umfällt. Man hätte meinen können, die fällt gleich von allein. Bam. Ein paar sind dann mal weg. Ich glaube, Dennis war dabei. Haben mal geguckt, wo die ist. Die wohnen auch in Berfelden inzwischen wieder. Wer? Die Lehrerin. Die ist nach Berfelden gezogen. Irgendwo in die Nähe von Dennis. Oh Gott. Der hört eher auf dieses Jahr. Der hat eine Ausbildung, mein Bestholdt. Wenn wir Felden abbrennt, wir wissen, wer es war. Bestholdt. Hat er gesagt. Ja, und jetzt am Mittwoch war es dann nicht stark kurzfristig. Da haben wir es in der Pause gesehen, dass sie überhaupt nicht kommt. Hat mir eine Verteidigungslinie dastehen. Ich denke mal, dass sie morgen kommt. Morgen muss sie ja kommen. Oh. Aber ich denke halt, dass wir die schon viel gespannt fast verkrault haben. Ja, wenn Klasse die einfach nur reden, also, dann muss da ja schon vorher schon einiges passiert sein, wenn die einfach nur durchs Reden schon eine Krise kriegt. Anscheinend hatte die das in einer anderen Klasse von den 10ern auch schon mal gemacht, in Deutsch. Und da ist irgendwie an sich gekommen, dass sie irgendwie daheim gerade viel um die Ohren hat und so. Irgendwas auch wegen dem Mann und so, da habe ich vielleicht gedacht, es ist wieder so. Kann ja wieder passiert sein, da hat es ja halt wahrscheinlich so gereicht. Aber fertig. Egal. So, vielen, dann mach die Tür auf, danke. Ja. Ich wollte gerade zum Dorn gehen und ruf mal. Es ist halt eine Gewohnheit. Es ist die einzige Map, wo ich gerade keine Öffnungszeit habe. Dann ist aber gut. Mach's Brett, Uffi Händler. So, Klappuff. Und jetzt hätte ich gern ein paar Tiere. Ach, Ziegen gibt's ja auch schon. Ja. Möchte mal die 10 da scharf, denke ich mal. Da mute ich jetzt mal so. Mumus. Was haben wir die ganze Zeit? Schwarz und Bleiz, weiß, oder? Nee. Nein, nee, das wird jetzt hier komplett. Ah, braun-weiß und schwarz-weiß haben wir. Kann ich doch. Was machst du denn? Ich glaube, wir haben nur schwarz-weiß und braun-weiß. Und schwarz-braun. Nee, braun-weiß und schwarz-weiß. Schwarz-braun. Also! Schwarz-braun gibt's nicht. Ja, schön. Du jetzt eine Fuhre. Braune Kühe. Hab ich schwarz-braun gesagt? Oh, ja, du hast schwarz-braun gesagt. So, Klappe zu. Schönes Wetter heute, also lassen wir die Plane offen. Ah ja, das ist die Tür. Ich hoffe auch mal, dass bald eine IC-Steuerung kommt.
Das ist schon praktischer, als wenn du das da mit der Maus machst. Vorhin kann man da viel, ich bei einem B-Tag ein bisschen scheiße finde, dass du da, dass man das Hauptfahrzeug auch noch zweimal auswählen muss, um alles abzumachen. Ja gut, das habe ich in der Maus belegen halt. Doppelt und dreifach belegen war ja dann. Düngen macht Spaß, Düngen tut gut. War ein Witz. Och, also ich finde Düngen eigentlich gar nicht so schön. Wenn das noch nicht im Mikrosage gewachsen ist. Es geht. Wo hab ich. Wo hab, wann hab ich. Am Donnerstag, glaube ich, war es. Also. Hab ich gedüngt gehabt. Hab ich gedüngt gehabt und da war irgendein. Was war das? Mein Handy ist alle fuck. Da war irgendein Feld, da hab ich fast gar nichts durch gesehen. Das hat mich so richtig angekotzt. Naja. Beim Düngen hat man wenigstens schon eine Arbeitsbeute. Ja. Na gut. Danke fürs Zuschauen und bis dann.